Buenos días, queridos alumnos de CELA Spanish School Online. Guten Tag, liebe Schüler von CELA Spanish School Online. Les doy la bienvenida al video número 3 sobre el imperativo en español. En este video vamos a explicar algunos verbos que son irregulares en el imperativo por Orthografía. Wie ich schon sagte im Video 2, in diesem Video 3 werden wir uns mit der Konjugation einiger Verben im Imperativ befassen, die unregelmäßig sind wegen der Schreibweise. Und die Schreibweise hat seine Erklärung in der Aussprache. Das werden wir jetzt genauer erklären. Gut, wir haben Verben wie zum Beispiel explicar und explicar ist ein Verb, das auf gar endet, das, wenn wir das im Imperativ konjugieren, dann haben wir zum Beispiel im positiven Imperativ tu explica, usted explique, nosotros expliquemos, vosotros explicad y ustedes expliquen. Y en el imperativo negativo no expliques, no explique, no expliquemos, no expliquéis y no expliquen. Dieses Verb wird zum Teil mit Q geschrieben. Und das werden wir gleich erklären. Die Laute CA, CO und CU sind auf Spanisch immer K. Aber die Laute CE und CI sind S. Also kann explica, wenn das zu explique wird, nicht mit C geschrieben werden, denn sonst wäre das ja explice. Und das geht ja nicht. Der Laut muss ja bestehen bleiben in der Konjugation. Deshalb wird das mit QUE geschrieben, denn QUE, der Laut ist que. Wie zum Beispiel in que, oder gibt es auch qui, no? Quien und so weiter. Und das gilt für alles, also für immer. Also das ist Aussprache. Wenn ihr mehr über Aussprache wissen wollt, wir haben in unserem YouTube-Kanal ein Video, das heißt die spanische Aussprache, und da erklären wir euch komplett die Aussprache mit allen Lauten. Das empfehle ich euch. Aber gut, wenn die Verben jetzt auf gar enden, wie zum Beispiel buscar, tocar, practicar, sacar, wird es vorkommen, dass in der Konjugation vom Imperativ und später auch vom Präsente des Subjuntivo, das ist nämlich die gleiche Konjugation, der negative Imperativ und Subjuntivo Präsens hat die gleiche Konjugation. Deshalb sagte ich schon, es ist sehr wichtig, den Imperativ vor dem Subjuntivo zu lernen, weil dann habe ich die Arbeit mit der Konjugation nicht mehr. Okay, buscar. Tú busca, usted busque, nosotros busquemos, vosotros buscad und ustedes busquen. Okay? Gut, das wird dann immer passieren. Also immer, wenn ich, also CE und CE ist immer S. In Spanien ist das Lispellaut, C und C. Ich mag es ganz schlecht, weil mein Spanisch ist südamerikanisches Spanisch. Ich bin in Venezuela aufgewachsen. Mein Spanisch ist venezolanisches Spanisch, also südamerikanisches Spanisch. Also kann ich das nicht so aussprechen, aber bei uns ist das wie ein S. Bien, dann haben wir Verben wie zum Beispiel recoger und Verben wie llegar, da passiert folgendes. Recoger, recoger kann sein, recoger abholen oder aufheben. Tú recoge im Imperativ, positiven Imperativ, tú recoge, usted recoja. Nosotros recojamos, vosotros recoged und ustedes recojan. Wieso wird das nicht mit G geschrieben? Ganz einfach. Hier kommt's. Ga, go, gu ist G. G und G wird mit einem U geschrieben. Denn hat das kein U, he und hi. He und hi, also ge und gi, das klingt wie zum Beispiel, das ist ein Ich-Laut. Oder Nachlaut auf Deutsch, ne? Also G und G. Klingt genauso wie mit J. G und G. Aber JE und JI ist auf Spanisch nicht so häufig wie mit G.
Ne? Also wird meistens dieser Laut mit G geschrieben. Und dann haben wir mit A, mit O und mit U, ha, ho, hu, mit J. Denn würde ich das mit G schreiben, würde das sein, tu recoge, usted recoga. Und das geht ja nicht. Also das muss ja, der Laut muss ja bestehen bleiben in der Konjugation. Deshalb ist es recoge, recoja mit J, denn sonst wäre das recoga. No? Recojamos, recoged, recojan. Para llegar, tú llega, usted llegue, nosotros lleguemos, vosotros llegad, ustedes lleguen, muss ich das mit U schreiben, damit das G klingt, weil sonst wäre das llegue, wenn das kein U hat. No? Llega, llegue, geht ja nicht. Also muss das sein, llega, llegue, lleguemos, llegad, lleguen. Deshalb wird das mit GUE geschrieben, weil GUE ist G und GUE ist G, wie zum Beispiel in Guerra und in Guitarra. Also diese Verben eigentlich gar nicht unregelmäßig, sondern die werden halt so geschrieben, wie man halt ausspricht. Ne? Und deshalb haben wir manchmal dann anderen Buchstaben, aber das ist ja die Aussprache. Andere Verben, zum Beispiel apagar, ausmachen, dirigir, dirigieren, entregar, austeilen. Dann haben wir Verben, die mit auf zar enden. Gut, also das erklärt man besser vom spanischen Spanisch her, weil die haben ja, also das wäre ja organizar, organizar. Und dann ist das tú organiza, usted organice, nosotros organicemos, vosotros organizad und ustedes organicen. Also muss der Lisplaut bestehen bleiben. Und die Sache ist, ZE und ZI kommen auf Spanisch wenig häufig vor. Wenn ihr ein Wörterbuch nehmt und dann nachguckt, welche Wörter mit ZE und ZI beginnen, gibt's kaum. Also ist dieser, der Lisplaut mit E und mit I fast immer C. Deshalb ist es organize und organicen und organicemos. Nicht? Wir haben da Probleme als Kinder, weil für uns ist das ja alles S. Ne? Gut, dann haben die Spanier einen Vorteil. Andere Verben sind zum Beispiel empezar, also empezar, adelgazar, rezar. Rezar ist beten, adelgazar abnehmen und empezar beginnen. Gut, dann kommt es noch auf Spanisch vor, dass das wird wahrscheinlich, das passiert auch in anderen Zeiten, wenn wir ein I zwischen zwei Vokalen haben, wie zum Beispiel bei construye, verwandelt sich dieses I in ein Y. Deshalb wird aus construir, tú construye. Usted construya, nosotros construyamos, vosotros construid und ustedes construyan. Also I zwischen zwei Vokalen wird zu Y. Dann haben wir auch Verben wie huir, fliehen und destruir, die sind ähnlich. Natürlich gibt es viel mehr, aber ich schreibe halt immer nur die hin, die am häufigsten vorkommen. Es ist unmöglich, alle Verben zu lernen und die braucht man ja auch nicht alle. Ne? Also sagen wir mal, das, was wir gebrauchen, ist das, was ich dann hinschreibe oder als Beispiel nehme. Gut, wie immer haben wir in unserem Übungsheft Übungen zu diesen Verben. Nicht? Dann haben wir so eine Liste mit unterschiedlichen Verben, die häufig gebraucht werden und dann gibt es Übungen, um das zu üben, denn es ist sehr, sehr wichtig, wie ich schon sagte, kleines bisschen Information und sofort üben und dann weiter. Nicht? Also immer alles üben und auch versuchen, ein System zu finden, weil das hat alles eine logische Erklärung. Und wenn ich weiß, wo das herkommt und wieso das so ist, ist es einfacher, es zu lernen. Natürlich muss man immer lernen. Es ist ja, die Sachen kommen ja nicht automatisch. Also man muss schon so ein bisschen lernen, aber halt so gezielt. Gut, also das war jetzt alles in unserem Video Nummer 3. Und im Video 4 haben wir noch viel mehr interessante Informationen über den Imperativ, denn es gibt ja noch ein paar Sachen zu lernen. Muy bien. Entonces, nos vemos en nuestro video número 4 con más información interesante sobre el imperativo en español.